Im Sommer 2010 war ich mit meinem Bananaboot 9 Tage entlang der finnischen Küste gesegelt und hatte dabei die 230 Kilometer von Rauma nach Hanko geschafft. Anschließend entstand der Plan, einmal die gesamte Strecke von der schwedischen bis zur russischen Grenze zu segeln. Die Dauer einer solchen Reise schätzte ich ganz grob auf 2 Monate und das bedeutete, dieses Projekt musste warten, bis ich Rentner war, also noch 9 Jahre. Im Jahr 2018 begann ich mit den ersten Vorbereitungen. Zuerst programmierte ich eine Webseite, auf der meine Reise fast in Echtzeit verfolgt werden konnte, verknüpft mit aktuell hochgeladenen Fotos. Im Winter machte ich mein Boot fit für eine so lange Reise. Ich schlitzte ein Kunststoffrohr auf und erneuerte damit den schon stark abgenutzten mittleren Schlauch am Boot. Für die Navigation baute ich einen Kasten mit drehbarer Sonnenblende, in dem ein kleines Tablett mit Kartensoftware steckte. Außerdem beherbergte der Kasten etwas Elektronik, mit der die 12 Volt aus einer Autobatterie in 5 Volt für das Tablett und andere Geräte umgewandelt wurden. Zusätzlich konnte ich mir die Spannung und den aktuell fließenden Strom anzeigen lassen. Dann baute ich eine Holzkonstruktion, die meinen Transportkisten Halt geben sollte, damit sie nicht verrutschten. Besonders wichtig war jedoch eine Spritzdecke, die die vordere Hälfte des Bootes abdeckte und verhindern sollte, dass hohe Wellen ins Boot schwappen. Zusätzlich nähte ich noch eine Decke, mit der das gesamte Boot verhüllt werden konnte, für den Fall, dass ich es irgendwo ein paar Tage liegen lassen muss, damit sich kein Regenwasser im Boot sammelt. Im Juni 2019 war ich endlich Rentner und die große Reise konnte beginnen. Doch vorher war noch ein großes Problem zu lösen. Wie bringe ich mein Boot und all die Ausrüstung nach Tornio? Schließlich kam ich auf die Idee mit einer Einwegmiete in Schweden. Ich flog nach Kopenhagen, fuhr mit der Bahn vom Flughafen nach Malmö, mietete dort einen Wagen und brachte ihn nach Hause. Das dauerte kaum 2 Tage. Mit diesem Wagen brachte ich mein Boot nach Tornio und ließ es bei Freunden liegen. Dann fuhr ich nach Luleå, gab den Wagen ab und fuhr mit einem Bus zurück nach Tornio. Meine Freunde hatten einen großen Anhänger, so konnte mein Boot bereits fertig aufgebaut zum Wasser gebracht werden. Ich musste nur noch Mast und Segel installieren und das Gepäck einladen. An einer Bootsrampe südlich von Tornio ging die Reise los. Am 8. Juni 2019 um 13 Uhr schoben wir das Boot ins Wasser und ich verabschiedete mich von meinen Freunden. Allerdings musste ich das Segeln bald aufgeben und 3 Kilometer gegen den schwachen und ungünstigen Wind rudern. Weiter draußen konnte ich gegen den Wind kreuzen. Dabei überquerte ich mehrmals die Grenze und kam nahe zu dieser schwedischen Insel. Auf der Insel Kusi-Luodorf verbrachte ich meine erste Nacht. Der nächste Tag begann mit Nebel und sehr schwachem Wind, der im Lauf des Tages aber immer stärker wurde und in eine ungünstige Richtung drehte. Ich übernachtete auf der kleinen Insel Kotakari, während der Wind nicht nachließ. Hin und wieder ging ich zur Windseite der Insel, um die Windrichtung zu prüfen. Dabei setzten sich 2 Zecken auf meinen Handrücken, die ich aber schnell genug bemerkte und wegwischte, bevor sie sich festbeißen konnten. Ja, ich komme hier leider noch nicht weg von dieser kleinen Insel. Der Wind ist zu stark und kommt aus einer ungünstigen Richtung. Erst am Nachmittag drehte sich der Wind ein wenig. Ich kämpfte 2 Stunden mühsam gegen den starken Wind.
In der Nähe der Insel Teikö versperrten mir lange Drahtseile den Weg, die mit Plastikflaschen an der Wasseroberfläche gehalten wurden und Reuse oder Netze trugen. Ich versuchte erst, diese Drahtseile zu umfahren, aber ich gab es bald auf. Genervt von dem Wind und den Drahtseilen drehte ich um und segelte zu einem kleinen Hafen, der mich vor den Wellen schützte. Bald traf ein Fischerboot ein. Ich fragte die Männer, ob ich hier mein Zelt aufbauen darf. Sie sagten, das wäre nicht nötig und gaben mir eine Hütte direkt am Hafen. Hier gab es auch Strom aus einer großen Batterie. Während die Männer ihren Fang ausnahmen, wogen und mit viel Eis in Plastiktüten verpackten, schloss ich mein Notebook über ein paar improvisierte Drähte an die Batterie an und beseitigte ein paar Fehler in dem Programm, das meine Route im Internet darstellt. Ich wachte sehr früh auf. Kaum zu glauben, aber selbst hier im hohen Norden gibt es einen Tidenhub. Der Wind war viel besser als gestern, deshalb ließ ich ein paar Dankesworte auf dem Tisch zurück und segelte los. Auch heute musste ich wieder Drahtseile für den Fischfang umschiffen. Das war allerdings das letzte Mal. Die folgenden Drahtseile überfuhr ich einfach, nachdem ich die Seitenschwerter und das Ruderblatt hochgedreht hatte. Der geringe Tiefgang meines Bootes machte das möglich. Durch den frühen Start schaffte ich heute die längste Tagesstrecke meiner Reise, 47,6 Kilometer. Am Abend erreichte ich den Campingplatz Merihelmi und mietete eine kleine Blockhütte. In Finnland haben viele Campingplätze auch ein paar Blockhütten zu vermieten. Das war viel bequemer als ein Zelt und außerdem konnte ich meine Akkus und die Autobatterie wieder aufladen. Die folgende Nacht verbrachte ich auf der Insel Rødde. Sie ist eine von vielen Freizeitinseln. Das heißt, es gibt einen Bootshafen und verschiedene Gebäude, die man kostenlos benutzen darf. Hier fand ich eine Küche mit Essraum, wo ich kurz entschlossen meinen Schlafplatz einrichtete. Es war der 12. Juni, der Sommer hatte kaum begonnen und außer mir lag nur ein weiteres Boot im Hafen, sodass ich sicher war, niemanden zu stören. Um 2.34 Uhr ging die Sonne schon wieder auf. Sie war nur 2 Stunden hinter dem Horizont geblieben und ich ging schlafen. Am nächsten Tag traf ich mich mit einer ehemaligen Kollegin. Meine Frau hatte ihr ein paar Dinge geschickt, die ich zu Hause vergessen hatte und die ich jetzt übergeben bekam. Es war ziemlich schwierig gewesen, einen Treffpunkt zu verabreden, denn sie war unterwegs nach Lappland, um Midsommar zu feiern. Noch schwieriger gestaltete sich die Suche nach einem Schlafplatz. Diese kleine Insel war von Möwen besetzt, da hätte ich keine Ruhe gehabt. Das Ufer war sehr flach, es gab kaum trockene Stellen zum Zelten. Um Zeit zu sparen, startete ich meinen Quadrocopter und flog am Ufer entlang, bis ich eine brauchbare Stelle gefunden hatte. Am 7. Tag meiner Reise passierte ich die große Stadt Oulu und segelte zu der Insel Hailuoto. Ich lasse die letzten Steine hinter mir und vor mir liegt Hailuoto. Bis dahin sind es 7 Kilometer. Eine ganz schöne Strecke, aber der Wind ist stabil und kommt von hinten. Also das sollte ich in 2 Stunden geschafft haben, denke ich. Im Hafenrestaurant bestellte ich etwas zu essen. Abends hatte ich die gleichen Probleme wie zuvor. Flaches, nasses Ufer. Ich segelte also wieder zum Festland zurück. Im Midsommer ist ja die ganze Nacht hell. Und erreichte kurz nach Mitternacht einen Fischereihafen. Solche Häfen findet man häufig, sie dienen zum Entladen von Fischerbooten und haben meist eine Halle mit einer Eismaschine, damit die Fische gekühlt bleiben. In diesem Hafen gab es zu meiner Überraschung eine frei zugängliche Steckdose, an der ich meine Akkus aufladen konnte. Umso unerfreulicher war das Segeln am nächsten Tag. Erst musste ich gegen den Wind kreuzen, und als mein Kurs später zum Wind passte, geriet ich ständig auf Sandbänke, also eine ganz andere Landschaft als das eher felsige Südfinnland. Um weiteres Kreuzen und das Umfahren der Sandbänke zu vermeiden,
stieg ich aus und zog mein Boot hinter mir her. Schließlich erreichte ich einen weiteren Fischereihafen, wo es Strom und Wasser gab. Ich baute mein Zelt neben einer Grillhütte auf. Erst am nächsten Morgen untersuchte ich eine kleine Hütte auf der anderen Seite des Hafens. Sie stand reichlich schief, hatte aber zu meiner Verblüffung ein Bett und funktionierende Steckdosen. Schade, die Hütte hätte mir das Zelten ersparen können. Ich segelte los, aber ich kam nicht weit. Der Wind war sehr stark und gegen mich. Das Hauptproblem aber waren die vielen Schaumkronen auf den Wellen. Man konnte nicht sehen, ob die Wellen sich durch den starken Wind gebrochen hatten oder wegen Sandbänken. Ich hatte keine Ahnung, wie weit ich mich vom Ufer entfernen musste, um die Sandbänke zu umfahren. Die schiefe Hütte lockte mich zurück und ich machte es mir darin bequem. Der nächste Tag brachte keine Wetteränderung. Ich versuchte erst gar nicht zu segeln, sondern marschierte 6 Kilometer zu dem Ort Sikajoki, kaufte Lebensmittel und marschierte zurück. Überall blühte der Flieder, mehrere Wochen später als in Deutschland. Ich habe mich entschlossen, noch eine Nacht hier zu bleiben, mindestens, weil der Wind immer noch so stark ist und genau aus der entgegengesetzten Richtung kommt, in die ich segeln möchte. Das ist ja an sich kein Problem. Man kann ja gegen den Wind ankreuzen. Aber dafür braucht man unbedingt die beiden Seitenschwerter. Sonst treibt das Boot ab. Und diese Seitenschwerter kann ich nicht runterlassen, weil hier überall diese Sandbänke sind. Der Wind hat erheblich zugenommen und die Wolken sehen auch nicht gut aus und es hörte sich auch an wie Donner. Deswegen habe ich erstmal den Regenmantel über das Boot gezogen. Und das scheint wohl eine gute Idee gewesen zu sein. Und ich kann jetzt endlich mal meinen bisherigen Erfolg dokumentieren. Am folgenden Tag versuchte ich es wieder mit Segeln und musste wieder aufgeben. Während der vierten Nacht in diesem Hafen drehte sich der Wind endlich und ich konnte problemlos nach Raha segeln. Gut, wenn man die Landessprache versteht, dieses Wort heißt Gastbootplatz. Dort machte ich fest und schlief in einem uralten Bauernhaus, das als Hotelzimmer fungierte. Eigentlich hatte ich eine preiswerte Ferienwohnung mieten wollen, aber diese war belegt. Ihr Besitzer bot mir aber eine sehr günstige Fischerhütte in der Nähe an, in der ich die nächsten 2 Nächte verbrachte. Ich ruderte durch den Kanal dorthin. Neben der Hütte standen mehrere Wochenendhäuser, deren Bewohner anwesend waren. Einer von ihnen bemerkte mich, kam zu mir rüber und begann mich auszufragen. Ich bemerkte bald, dass er reichlich alkoholisiert war, auch wenn er ein sehr verständliches Finnisch sprach. Nach 10 Minuten sagte er, wir wären nun Freunde für immer und ewig, umarmte mich und ging wieder zu seinem Haus zurück. Etwas später ließ ich meinen Quadrocopter fliegen, um ein paar Fotos von der Umgebung zu machen. Kaum hatte ich ihn wieder gelandet, kam mein neuer Freund zurück. Er war sehr wütend und nannte mich einen Verbrecher, weil ich alles ohne Genehmigung fotografiert hatte. Er drohte mit Polizei und Gefängnis. Ja, so schnell kann eine ewige Freundschaft enden. Ich sagte ihm, dass ich keine Erlaubnis brauche, weil das nicht verboten wäre. Er wollte aber unbedingt alle Aufnahmen sehen, ob da vielleicht etwas Verbotenes fotografiert wurde. Ich zeigte ihm die Fotos, die ich heute gemacht hatte, aber er wollte immer mehr sehen. Da hatte ich genug, klappte mein Notebook zu und sagte, er könne ja die Polizei rufen, wenn er meint, ich wäre ein Verbrecher. Daraufhin verschwand der Mann. Aber schon nach wenigen Minuten kam er wieder zurück. Er hätte sich geirrt, Quadrocopter-Aufnahmen seien gar nicht verboten und alles wäre in Ordnung. Es täte ihm fürchterlich leid und wir wären Freunde für immer und ewig. Er umarmte mich wieder und verschwand. Den folgenden Tag verbrachte ich mit Basteln.
Ich fuhr mit dem Fahrrad, das zu der Hütte gehörte, zum Baumarkt und kaufte ein paar Stahlwinkel, Schrauben und Muttern. Außerdem fand ich endlich einen preiswerten Kompass, denn mein Kompass war irgendwo undicht und verlor Flüssigkeit. Es kam immer wieder vor, dass die Seitenschwerter sich in der Spritzdecke verfingen, wenn ich sie hochdrehen wollte. Mit den Winkeln und etwas Holz konstruierte ich Teile, die die Schwerter an der Spritzdecke vorbeiführten. Das in der Hütte reichlich vorhandene Werkzeug war dabei sehr nützlich. Ja, heute ist der 22. Juni 2019 und das ist nicht nur Mittsommer in Finnland, sondern auch mein Geburtstag. Also auf die nächsten 66. Zur Feier des Tages habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Karelische Reispasteten, Karia Piraka, mit Eibutter. Sehr, sehr lecker. Denn hier in der Hütte habe ich eine Mikrowelle und deswegen kann ich mir so etwas mal schnell machen. Leider änderte sich die Windrichtung nicht. Ich versuchte erst gegen den Wind zu kreuzen, aber das erschien mir weiter hinten in dem engen Fahrwasser als zu umständlich, deshalb ruderte ich wieder durch den Kanal. Anschließend musste ich weiter gegen den Wind kreuzen, aber weil dieser immer stärker wurde, beendete ich die Fahrt wenige hundert Meter vor der Ferienwohnung, die ich für 2 Nächte gebucht hatte. Ich zog das Boot auf den Sand und schleppte eine Bank zum Boot, um es an ihr festzubinden. Dann lief ich zu der Ferienwohnung und benutzte ein Fahrrad, um mein Gepäck vom Boot zu holen. Am nächsten Tag hatte der Wind ein wenig gedreht und ich segelte zur Ferienwohnung. Am 24. Juni hatte der Wind weiter gedreht und ich kam ohne große Schwierigkeiten bis zu einer Landzunge, wo ich eine neue Hafenmole entdeckte, die nicht in meinen Karten eingezeichnet war. Ich legte an und schaute, ob ich dort ein Zelt aufbauen könnte. Aber ich bemerkte bald, dass das keine gute Idee war. Das ganze Gelände war abgezäunt und ein Auto vom Sicherheitsdienst fuhr hin und her, allerdings ohne mich zu beachten. Am späten Abend kam ich zu einem kleinen Fischereihafen und baute dort mein Zelt auf. Ein paar Leute fragten mich, woher ich komme, und als ich Tornio sagte, fragten sie, ob ich die Baustelle für das neue Atomkraftwerk gesehen hätte. Das also war die Hafenmole gewesen. Die nächsten 2 Tage verliefen ziemlich ereignislos, außer dass ich ständig gegen den Wind kreuzen musste. Umso aufregender war der 27. Juni. In der Nähe von Kalajoki hatte ich es wieder mit ausgedehnten Sandbänken zu tun, an denen sich wegen des starken Windes hohe Wellen brachen. Ich konnte es nicht vermeiden, diese Brecher zu durchqueren. Sie rauschten über mein Boot hinweg und ich dachte mehrmals, das wäre jetzt das Ende der Reise, aber die Spritzdecke verhinderte das Schlimmste und ich schaffte es immer wieder, das Wasser schneller aus dem Boot zu schöpfen, als es hineinkam. Endlich erreichte ich einen kleinen Hafen, mietete eine Hütte auf einem nahen Campingplatz und holte mit einem gemieteten Dreirad mein Gepäck vom Boot. Hier sieht es aus wie an der deutschen Küste mit vielen Sanddünen und Strandhafer. Am folgenden Tag musste ich wieder gegen den Wind kreuzen, entfernte mich dabei aber so weit vom Ufer, dass ich keine Probleme mit Brechern bekam. Die hohen Wellen rollten einfach unter meinem Boot hinweg. Am Abend erreichte ich die Schutzhütte auf der Insel Venäkäri. Solche Hütten findet man hin und wieder auf den Inseln, sie stehen Besuchern gratis zum Schlafen zur Verfügung. Böse Überraschung am nächsten Morgen, das Boot ist weg.
Der Tidenhub ist doch größer, als ich dachte. Zum Glück hatte es sich in nur 50 Metern Entfernung festgesetzt. Ohne große Mühe konnte ich es dort erreichen und meine Fahrt fortsetzen. Vor der Abreise ist natürlich obligatorisch ein Eintrag im Gästebuch und man muss selbstverständlich alles so hinterlassen, wie man es vorgefunden hat. Und dazu gehört natürlich auch, dass man so viel Feuerholz klein macht, wie man vorher verbraucht hat. An dieser Stelle war ich unschlüssig, ob ich weiter gegen den Wind kreuzen sollte oder wieder zu der Hütte zurückkehre, segelte dann aber doch weiter. An dieser Schutzhütte legte ich an, um das Kabel zu reparieren, das den mobilen WLAN-Hotspot in der Mastspitze mit Strom versorgte. Für solche Reparaturen hatte ich einen kleinen Lötkolben mitgenommen, der mit 12 Volt betrieben werden kann. Gegen 21 Uhr drehte sich der Wind ein wenig und ich segelte bis zu dem Hafen der Insel Ochtakari, die ich erst kurz nach Mitternacht erreichte. Das war vermutlich sehr gut so, denn so wurde ich erst am nächsten Morgen bemerkt. Eine verärgerte Frau belehrte mich, dass hier alles privat wäre und dass ich weder anlegen noch zelten dürfte. Aber da war ich sowieso schon wieder am Einpacken. Am 30. Juni erreichte ich relativ bequem die Insel Porolurto, 8 Tage später als geplant. Hier gab es nicht nur eine Schusshütte, sondern auch eine kostenlose Sauna, die ich natürlich anheizte. Und auch habe ich die Feuer angezündet, fängt es auch an zu regnen. Gut, dass ich heute nicht im Zelt schlafen muss. Und jetzt aber raus. Auch hier war ich ganz allein, obwohl die Hütte logischerweise sehr beliebt ist. Der folgende Tag brachte wieder Gegenwind. Am späten Nachmittag wurde mir klar, dass ich den Campingplatz von Kokkola nicht erreichen würde, solange er noch geöffnet ist, jedenfalls nicht mit meinem Boot. Kurz entschlossen steuerte ich ein Sommerhaus an, in dem sich eine Familie aufhielt. Die Kinder waren ganz aufgeregt über den unerwarteten Besucher, aber ihr Vater war sehr verständnisvoll, als ich ihm meine Situation erklärt hatte. Er bestellte ein Taxi für mich, während ich mein Boot auf eine Rampe zog und sicherte. Mit dem Taxi fuhr ich zum Campingplatz und buchte eine Hütte für 2 Nächte. Am nächsten Tag fuhr ich mit einem anderen Taxi zu meinem Boot zurück und segelte in den Hafen von Kokkola, der dicht beim Campingplatz liegt. Als ich heute Morgen losgesegelt bin, musste ich feststellen, dass sich meine Deutschlandflagge irgendwo verabschiedet hat. Also muss ein Ersatz her. Dafür hat die Firma Salle dankenswerterweise schon eine gewisse Vorarbeit geleistet. Und den Rest muss ich jetzt halt selbst erledigen. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Patriotismus oder sowas zu tun, sondern ist einfach Seefahrertradition, dass man zeigt, wo man herkommt. So, das kann sich schon mal sehen lassen. Am Nachmittag des 4. Juli erreichte ich die Insel Repscheret. Hier gibt es einen überdachten Grillplatz und eine Toilette. Ja, heute bin ich ja auch nicht weit gekommen, 16 Kilometer etwa. Aber der Wind war wieder sehr stark und blies in etwa in Gegenrichtung. Ich kam gerade so ohne viel Kreuzen zu dieser Insel.
Und weiterfahren hätte sich auch gar nicht gelohnt, weil das, was heute schwere Arbeit wäre, würde morgen wieder wie von selbst gehen, weil der Wind sich dreht und ich Rückenwind haben werde. Zu der Wurst gehört natürlich echt finnischer Senf. Ich schlief in einem leeren Nebenraum der Toilette, weil es dort nicht stank und weil ich in der Nähe des Ufers keinen brauchbaren Zeltplatz gefunden hatte. In der Nacht drehte der Wind und ich konnte die nächsten 2,5 Tage weitersegeln, fast ohne zu kreuzen. So geh's zu, wenn der Sturm mal von hinten kommt und nicht von vorne. Der Wind wurde allerdings so stark, dass ich das Segel reffen musste, das heißt auf die Hälfte verkleinern, so ließ sich das Boot viel sicherer steuern. Es gab auch wieder hohe Wellen, aber sie waren ziemlich ungefährlich. Ich übernachtete auf der Insel Teufmanngründet in einer alten Blockhütte. Und in der folgenden Nacht nach einer Strecke von wieder fast 50 Kilometern zeltete ich in einem Fischereihafen. Dann hatte ich den Luxus eines ehemaligen Bauernhofes mit Bed and Breakfast. Das nächste Ziel war der kleine Hafen von Replot. Ich zeltete neben einer Grillhütte, die mir zum Schlafen nicht ausreichend mückensicher war, aber gut genug zum Essen kochen. Am nächsten Morgen kam ich mit einem Mann ins Gespräch, der meine Reise sehr bewunderte. Er meinte, wenn er vorher gewusst hätte, dass ich hierher komme, hätte er einem Reporter von Vorsabladet Bescheid gesagt. Die sind immer auf der Suche nach Stories und ich sollte dort einfach mal anrufen. Gute Idee, dachte ich und schaute mir die Zeitung im Internet an. Wie der Name schon ahnen lässt, ist das eine schwedischsprachige Zeitung, denn an der finnischen Westküste wird sehr viel Schwedisch gesprochen. Meine Schwedischkenntnisse sind nicht der Rede wert, aber sie genügten, um unter Kontaktaos die Seite Nyhetstips zu finden und das Formular Tipsaos om Nyheter auszufüllen, allerdings auf Englisch. Ein Reporter meldete sich bald und zeigte großes Interesse. Mein nächstes Ziel war sowieso Vasa, dessen Gasthafen ich nach einem Mittagessen auf der Insel Glorskäret erreichte. Ich schlief 2 Nächte in einer Hütte auf einem Campingplatz in der Nähe. Der Reporter kam und interviewte mich. Einen Tag später konnte man im Internet lesen: Der deutsche Paul segelt entlang der gesamten Küste Finnlands im Miniboot, übernachtete in Vasa. Nach einer Nacht im Fischereihafen auf der Insel Bergö erreichte ich einen weiteren Fischereihafen am Festland, wo es zu meiner Überraschung Strom und Wasser gab. Am nächsten Morgen kamen 2 Männer vorbei, die sagten, sie hätten von mir in der Zeitung gelesen. Der 13. Juli wurde zu einem der abenteuerlichsten Tage meiner Reise. Eine Landschaft mit vielen kleinen Inseln lud mich bei strahlendem Sonnenschein und gutem Wind dazu ein, ein Video und ein Panoramafoto mit meinem Quadrocopter zu machen. Dabei nutzte ich seine Fähigkeit, ein Objekt wie zum Beispiel ein Boot völlig selbstständig zu verfolgen und im Fokus der Kamera zu behalten. Als das alles zu meiner Zufriedenheit erledigt war, ertönte auch schon die Warnung, dass der Akku bald leer wäre. Bei dem Versuch, wieder zurück zu meinem Boot zu fliegen, verlor ich völlig die Orientierung. Ich konnte auch mein Boot nicht auf dem Bildschirm entdecken, weil ich mich gerade dort befand, wo die Sonne sich in den Wellen spiegelte. Da half nichts, ich musste auf der nächsten besten Insel landen. Die Oberfläche sah grau aus, das schien mir nackter Felsen zu sein. In den letzten Sekunden vor der Landung erhaschte ich noch einen Blick auf eine dreieckige Landmarke, dann brach die Verbindung ab. Ich schaute mich um und segelte bzw. ruderte hin und her, konnte aber keine Landmarke weit und breit entdecken.
Dann versuchte ich, die Logdatei mit den Flugdaten auszuwerten, die in der Fernsteuerung gespeichert war. Wegen des hellen Sonnenscheins konnte ich aber auf meinem Notebook kaum etwas erkennen. Ich schnitt einen schwarzen Müllbeutel auf und zog ihn über mich, aber der starke Wind ließ ihn zu sehr flattern. Entnervt legte ich bei einem Sommerhaus an, dessen Besitzer sofort bereit war, mir zu helfen. Die Logdatei zeigte mir aber nur den vorletzten Flug an. Der Mann bot mir an, mich mit seinem Motorboot herumzufahren und die Landmarke zu suchen. Die einzige Landmarke stand auf einer Nachbarinsel, aber die kam mir viel zu groß vor. Während wir noch suchten, schaltete ich die Fernbedienung noch einmal ein, um zu sehen, ob ich auf dem Bildschirm die aktuelle GPS-Position sehen kann. Dabei bemerkte ich, dass plötzlich die Logdatei vervollständigt wurde. Wir fuhren also zu dem Sommerhaus zurück, schauten die Daten und die letzten Positionen auf der Karte an und es gab keinen Zweifel, die große Landmarke war doch richtig gewesen. Also ab ins Motorboot und hin zu der Insel. Etwas ratlos stapften wir durch Schilf und Gras zu dem angegebenen Landeplatz. Von dem grauen Felsen war nichts zu sehen. Da bückte sich der Mann und hielt meinen Quadrocopter in der Hand. Er war absolut der Held des Tages für mich. Wir fuhren zurück und ich konnte mich nur bedanken, denn er lehnte mein angebotenes Benzingeld ab. Die Nacht verbrachte ich auf einer sehr steinigen Insel und war froh, dass ich so eine teure, dicke Matratze gekauft hatte. Mein nächstes Ziel war der Campingplatz von Kaskinen, der mich mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis überraschte. Für nur 50 Euro pro Nacht bekam ich eine kleine Hütte mit Spülbecken und Bettwäsche. Ich blieb hier 2 Nächte, weil der Wind sehr schwach war und weil ich die angebrochene Vorderbank meines Bootes verkleben wollte. Der Besitzer des Campingplatzes lieh mir dafür 2 Schraubzwingen aus. Heute zum ersten Mal auf dieser Reise ablandiger Wind. Das heißt, der Wind kommt vom Land her, ist kräftig, schiebt mich ordentlich, hatte aber noch keine Gelegenheit, richtig hohe Wellen aufzutürmen. Also ein sehr entspanntes und gemütliches Segeln im Grund genommen. Am 16. Juli versuchte ich erst, gegen den Wind nach Kristinestad zu kreuzen, aber das war mir dann doch zu mühselig und ich schlief in einem unverschlossenen Haus auf der Insel Lotsklobben. Von dem alten Turm der ehemaligen Seeüberwachungsstation hat man eine schöne Aussicht auf die Insellandschaft. Das Wetter ist heute Vormittag ziemlich ruhig. Da kann man dann schon mal mitten beim Segeln ein paar Brote schmieren. Auch der nächste Stopp hatte etwas mit der Seefahrt zu tun. Auf der Insel Yttergrund steht ein alter Leuchtturm. Die Gebäude waren verschlossen, sodass ich wieder zelten musste. Wenn man draußen in der Natur etwas mit dem Computer machen möchte, wie zum Beispiel Videos schneiden oder ein Panorama erstellen, dann braucht man dazu ein paar zusätzliche Dinge. Erstmal ein Akku für die Stromversorgung. Dann dieses Gerät, das 12 Volt in die Spannung umsetzt, die der Computer haben möchte. Und zu guter Letzt noch ein Schutz gegen das helle Tageslicht. Die ersten Blaubeeren, die ich in diesem Sommer sehe, das muss ausgenutzt werden. Ja, bei Windstille
abends im Wald ist man nie allein und auf die Dauer hilft da nur die chemische Keule. Off, das Beste, was es gibt. Kurz vor 10 Uhr, immer noch Flaute, ich ruder mal ein bisschen, aus purer Langeweile im Grunde genommen. Gegen Mittag soll der Wind stärker werden, aber ich habe keine Lust, so lange zu warten. Der nächste Tag war so heiß, dass sich sogar eine Fata Morgana über dem Wasser zeigte. Die Nacht verbrachte ich auf dem Campingplatz von Mary Carvia. Hier lag grob geschätzt der Mittelpunkt meiner Reise. Ich hatte bisher fast 800 Kilometer in 41 Tagen zurückgelegt. Die Weiterreise begann etwas schwierig, weil es so viel Schilf gab, dass ich den Weg nicht sehen konnte. Aber mir kamen immer rechtzeitig Boote entgegen und dann konnte ich sehen, wo der Weg weitergeht. Am Abend erreichte ich Tynnavikkari, die kleine Clubinsel eines Bootsvereins. Die Leute dort bewunderten meine Reise sehr, ließen mich sehr gastfreundlich in ihrem Vereinshaus schlafen und erwähnten mich später in ihrer Vereinszeitschrift. Der Wind am nächsten Tag war sehr schwach und ich musste einige Kilometer rudern, um die Insel Otori zu erreichen. Sie ist sehr beliebt wegen einer schwimmenden Sauna. Aber weil aus einem der vielen Boote laute Musik ertönte, zog ich es vor, möglichst weit entfernt von diesem Rummel zu zelten. Das genaue Gegenteil fand ich auf der Insel Vähähulkroni vor, eine Clubinsel ohne Boote und ohne Menschen. Der einzige unverschlossene Raum war eine Umkleidekabine neben der Sauna, in der ich aber bequem schlafen konnte. Diese dicke Matratze füllt sich zwar weitgehend selbst mit Luft, aber diese Luft muss man am Morgen wieder herauspressen. Am Nachmittag des 22. Juli stoppte ich an der kleinen Insel Aikon Haminakari, weil es dort eine kleine Lücke zwischen zwei Flugsverbotszonen gab. Ich machte ein paar Aufnahmen von meinem alten Arbeitsplatz in Olkiluoto und zeltete dann in der Nähe. Immer noch Wind aus Süd, Südost, also genau die Gegenrichtung. Ab 15 Uhr dreht sich der Wind nach Westen, aber soll ich noch so lange warten oder ein bisschen kreuzen? Die folgende kurze Strecke nach Rauma ließ mir genug Zeit, mich selbst beim Besteigen eines Leuchtturms zu filmen. Die Leuchtturminsel Kylmäpihlaja und der alte Signalturm von Rauma. Der Campingplatz Poroholma enttäuschte mit sehr hohen Preisen für ein Zimmer in einem kleinen Gebäude. Aber die Hotels von Rauma sind ebenfalls teuer und keins von ihnen liegt direkt am Wasser. Ich blieb auch hier zwei Nächte, weil ich mir die Stadt anschauen wollte, in der ich vor 9 Jahren gewohnt hatte. Auf meinem T-Shirt steht im Rauma-Dialekt: Kein Wasser ist gut außer unter dem Boot. Zufällig fand gerade die traditionelle Spitzenwoche statt. In einem Laden konnte man einer Frau beim Klöppeln zuschauen.
Jetzt kam ich in bekanntes Gewässer, wo ich bereits mehrmals gesegelt hatte. Auf der kleinen Insel Ilovan Tankari war ich jedoch noch nie gewesen und wurde von einer großen Feuerstelle überrascht, neben der ich zeltete. Na, das nenne ich ja perfektes Timing. Da hinten um die Ecke musste ich noch gegen den schwachen Wind anrudern, weil Kreuzen hätte sich nicht gelohnt. Und kaum bin ich um die Ecke rum, frischt der Wind auf und schiebt mich von hinten. Es ist 19.30 Uhr und ich weiß immer noch nicht, wo ich schlafen werde. Macht aber nichts. Der Wind ist einfach zu gut, um jetzt hier irgendwo aufzuhören. Und außerdem, die Inseln ringsum sind teilweise Nationalpark, da darf ich sowieso nicht zelten. Also mache ich einfach in voller Fahrt mal mein Abendessen. Erst viel später wurde der Wind so schwach, dass ich mich nach einem Zeltplatz umsah. Am folgenden Tag passierte ich die Stadt Uusikaupunki und zeltete auf einer Insel, wo ich mir anlässlich des 50. Tages meiner Reise den Luxus eines offenen Feuers mit Grillwurst gönnte. Ja, das ist Leben wie Gott in Finnland. Heute Nachmittag habe ich an einem Gasthafen angelegt und dort hat mir jemand ein Paket Würstchen und ein leckeres Blaubeereis verkauft. Und die Würstchen sind jetzt gegrillt. Die weitere Reise führte an einer zerklüfteten Felswand vorbei, also eine ganz andere Landschaft als die Sanddünen von Oulu. Ich schlief in einer wunderschönen und dennoch preiswerten Hütte auf der Insel Vasikkaluotor, die ich schon auf einer früheren Reise besucht hatte. Mit einem geliehenen Fahrrad fuhr ich 15 Kilometer zum Einkaufen nach Taivassalo und zurück. Auch am nächsten Tag folgte ich alten Spuren und bestellte wie schon früher ein leckeres Mittagessen in dem kleinen Restaurant Heikkenkallin Rantahuone. Anschließend hieß es wieder, den Mast abzubauen, um unter einer kleinen Brücke hindurchzufahren, aber beim Bananaboot sind das ja nur ein paar Handgriffe. Bei diesem fantastischen Rückenwind und prächtigen Sonnenschein habe ich gerade den 1000. Kilometer meiner Reise beendet. Und dann übernachtete ich im Hotel Vaihela, das ich bisher nur wegen des hervorragenden Fischrestaurants geschätzt hatte. Zum Glück kam ich gerade noch rechtzeitig für ein Abendessen. Das erste Mal seit 52 Tagen mit einer eigenen Dusche im Zimmer. Der nächste Tag endete wieder mit einem Abenteuer. Ich hatte an der kleinen Insel Kimonkari angelegt und umrundete sie zu Fuß auf der Suche nach dem besten Zeltplatz. Als ich zum Boot zurückkam, war es davongesegelt. Ich hatte es nur auf die Felsen gezogen, aber mangels Bäume in der Nähe nicht festgebunden. Ich zog mich sofort aus und schwamm hinter meinem Boot her, aber ich bin ein schlechter Schwimmer und das Boot schien wegen des starken Windes selbst ohne Segel schneller zu sein als ich. Deshalb kehrte ich sehr bald um. Ich zog mich an, bestimmte meine GPS-Position und rief den Polizeinotruf an. Dort wurde ich mit der Küstenwache verbunden. Da ich problemlos zu den nächsten Sommerhäusern hätte schwimmen und gehen können, zögerten sie erst, aber als ich darauf hinwies, dass mein Boot in der nächsten Stunde die große Schifffahrtsroute Turku-Stockholm kreuzen würde, hielten sie es dann doch für ratsam, mein Boot als Gefahr einzustufen und zu retten. Nach einer halben Stunde wurde ich wieder angerufen. Ich konnte mein Boot in etwa 2 Kilometer Entfernung gerade noch sehen und in der Nähe ein Seezeichen,
So konnte ich eine ziemlich genaue Ortsbeschreibung durchgeben. Kurz darauf erschien dort ein Motorboot, zögerte kurz und nahm Kurs auf mein Boot. Die Männer schleppten mein Boot zu mir und erklärten auf meine Nachfrage, dass ihre Arbeit völlig durch Steuern finanziert würde und dass es ihnen sogar verboten wäre, irgendetwas anzunehmen. Ich bedankte mich vielmals, sie fuhren weg und ich baute mein Zelt auf. Am folgenden Tag überquerte ich völlig problemlos die große Schifffahrtsroute und segelte zum Hafen des Hotels Iristor. Hier besuchte mich am Abend ein ehemaliger Kollege zum gemeinsamen Abendessen. Auf meinen Wunsch hatte er mir einige Speicherkarten mitgebracht, denn meine ganzen Aufnahmen gingen allmählich an die Kapazitätsgrenzen meines Notebooks. Ich kopierte alle Aufnahmen aus meinen Kameras auf die Speicherkarten, um Platz für weitere Aufnahmen zu haben. Diesen Speicherkarten verdanke ich die meisten Aufnahmen in diesem Video, weil sie 1,5 Jahre nach meiner Kenterung gefunden wurden und noch funktionierten. Der 1. August war der 55. Tag meiner Reise. Die Erfahrungen aus dieser langen Zeit hatten meine Risikobereitschaft deutlich erhöht. Während ich auf meiner ersten Fahrt nach Hangkor noch ziemlich dicht in Landnähe gesegelt war, riskierte ich es jetzt, größere Wasserflächen auf dem kürzesten Weg zu durchqueren. So erreichte ich die Insel Helsingholm. Ihr kleiner Gasthafen wird mangels Liegeplatzmieter durch Hafengebühren finanziert, aber für mein kleines Boot wollten die Besitzer kein Geld haben. Sie zeigten mir eine ebene Fläche, wo ich zelten konnte. Mein nächstes Mittagessen bestellte ich im Hafenrestaurant von Kasnäs und dann ging es auf dem kürzesten Weg weiter nach Hangkor. Von dieser Route versprach ich mir nicht nur Zeitersparnis, sondern auch mehr unbewohnte Inseln als weiter nördlich in Landnähe. Diese kleine Insel mit ihrem perfekten Naturhafen bestätigte meine Erwartungen. Am folgenden Tag überraschte mich eine Robbe. Ostseerobben bekommt man nur selten zu sehen, weil sie im Gegensatz zu den Nordseerobben nicht in der Sonne liegen. Am Abend erreichte ich Hangkor und somit den südlichsten Punkt meiner Reise. Ich schlief in einem Hotel nahe bei dem größten Gasthafen Finnlands und ließ mich von einem Reporter der Zeitung Hangonlehti interviewen. Die Augustnächte sind in Südfinnland schon richtig dunkel, deshalb hatte ich in Hangkor eine kleine Taschenlampe gekauft, die ich über USB aufladen konnte. Ich schlief in der Sauna auf der Insel Byxholmen, da hätte ich sonst wohl mit meinem Handy leuchten müssen. Ich war ziemlich unschlüssig, was mein nächstes Ziel sein sollte und entschied mich dann für den Hafen von Bakö. Die Tochter des Besitzers begrüßte mich. Als ich von meiner Reise berichtet hatte, zeigte sie mir plötzlich ein Foto, das einer ihrer Bekannten vor mehreren Wochen in der Nähe von Vaasa geschossen hatte. Als Schlafplatz wurde mir eine kleine Halle angeboten, aber weil sie nicht mückensicher war, baute ich in der Halle mein Zelt auf. Das war eine gute Idee, denn in der Nacht begann es zu regnen. Als ich am nächsten Morgen starten wollte, überzeugte mich ein Wolkenbruch davon, den Tag lieber abzuwarten. Diese Nacht durfte ich in der großen Halle verbringen, wo es Strom und eine Toilette gab und ein Hovercraft, mit dem der Besitzer im Staatsauftrag dringende Transporte für die abgelegenen Inseln erledigte, wenn im Winter die Eisschollen jeden Schiffsverkehr verhinderten. Die nächste Nacht wollte ich auf der Halbinsel Sandnes verbringen, aber als ich dort um 22.20 Uhr ankam, war das Restaurant bereits geschlossen und ich fand auch keinen Platz zum Zelten außer am Ufer gegenüber. Zum Frühstücken kam ich wieder zurück. Ein Mann, der mit seinem Privatauto als Taxifahrer fungierte, fuhr mich in den nächsten größeren Ort, um Guthaben für meine SIM-Karte zu kaufen, die in wenigen Tagen ablaufen würde. Wegen des schwachen Windes ruderte ich weiter, kehrte aber nach 1 Kilometer wieder um, weil ich meine Papierkarte nicht fand. Im Restaurant war aber davon auch nichts zu sehen. Waren sie vielleicht ins Wasser gefallen und untergegangen?
Nein, ich fand die Karten schließlich zwischen zwei Kisten unter meiner Spritzdecke. Unter all diesen Aktivitäten war es schon Nachmittag geworden. Es ging nur langsam voran. An einer besonders engen Stelle war gerade noch Platz zum Paddeln. Aber das nächste Ziel war nicht weit, der Gasthafen von Göllisnäs. Hier sollte eine Hütte zum Schlafen zur Verfügung stehen. Nach etwas Suchen fand ich ein altes Blockhaus, dessen Tür unverschlossen war. Drinnen lag fremdes Gepäck, diese Hütte würde ich also mit anderen Gästen teilen. Kaum hatte ich mein Gepäck in die Hütte gebracht, erschien eine Frau, die mir sehr aufgebracht klar machte, dass sie diese Hütte reserviert und bezahlt hatte und dass ich hier schnellstens verschwinden sollte. Das tat ich natürlich sofort. Ich versuchte ihr mit meinem schlechten Finnisch zu erklären, dass ich wohl Opfer einer fehlerhaften Ortsbeschreibung war oder dass das Wort Hütte nicht unbedingt immer eine kostenlose Hütte bedeutete. Jedenfalls musste ich wieder zelten. In der Nacht regnete es. Ich konnte gerade ein bisschen Sonnenschein nutzen, um mein Zelt zu trocknen und vor dem nächsten Schauer einzupacken. Am Nachmittag durchnässte ein starker Wolkenbruch meine Regenjacke. Das Wetter ging deutlich auf den Herbst zu, genau wie die Farben der Eberesche. Diese schöne Abkürzung war leider mit Schilf zugewachsen. Ich musste diese Insel noch umrunden und erreichte dann nach 20 Uhr den Hafen von Barösund. Ein großes Restaurant war noch geöffnet und während ich auf mein Essen wartete, fand ich im Internet sogar ein Hotelzimmer in der Nähe, das ich sofort buchte. So schnell wie möglich schlang ich mein Essen hinunter und lief zu dem Hotel, das sich als Privathaus entpuppte. Alles war verschlossen und dunkel. Da hörte ich plötzlich Geräusche und eine Frau kam heraus. Meine Reservierung hatte sie noch gar nicht zur Kenntnis genommen, da sie viel sauber zu machen hatte, weil hier morgen eine Hochzeitsfeier stattfinden sollte. Ich kam ihr auch sehr ungelegen, denn ich bedeutete noch mehr Arbeit. Aber nachdem ich ihr erklärt hatte, wie nötig ich eine warme Dusche und trockene Kleidung hatte, bot sie mir ein anderes Zimmer an, das schneller zu reinigen ist, vorausgesetzt ich verzichte auf ein Frühstück. Damit war ich natürlich sofort einverstanden. Am nächsten Morgen war alles wieder trocken und ich frühstückte im Hafenrestaurant. Dann erkundigte ich mich im Hafenbüro nach Ölzeug, das meine unzuverlässige Regenbekleidung ersetzen sollte. Es lief darauf hinaus, dass ich mit einem Taxi in die nächste Stadt fahren müsste, um dort Ölzeug zu kaufen. Da sprach mich plötzlich ein Mann an. Er hatte mein Gespräch im Hafenbüro gehört und schenkte mir einen langen Ölmantel, den er für den Fall einer Panne im Auto liegen hatte. Der Mantel war sehr einfach konstruiert, er hatte zum Beispiel keine Taschen, aber er war sehr lang und bedeckte auch meine Beine bis über die Stiefel. Ich bedankte mich vielmals und verzichtete auf die Taxifahrt. Auch in dieser Nacht leistete meine Taschenlampe wieder gute Dienste. Ich hängte sie an einen langen Ast, den ich zwischen zwei Steine geklemmt hatte. Der folgende Tag begann mit sehr schwachem, ungünstigem Wind. Da der Wind am Nachmittag drehen und zunehmen sollte, wartete ich auf dieser Insel ein paar Stunden ab. Schließlich konnte ich weiter segeln. Es wurde ziemlich stürmisch, aber ich segelte trotzdem quer über die Wasserfläche namens Opiniemenselka, denn ein Kurs in Landnähe hätte wieder starken Gegenwind bedeutet. Die hohen Wellen gingen sehr auf die Nerven und die Spritzdecke erwies sich wieder einmal als unverzichtbar, aber schließlich war es geschafft. Ich konnte wieder etwas mehr nach Norden drehen und erreichte stressfrei den Hafen eines Bootsvereins. Drei sehr freundliche Männer gaben mir diese kleine Hütte zum Schlafen. Am 12. August, dem 66. Tag meiner Reise, erschien endlich Helsinki hinter einer Insel. Ich schlief zwei Nächte in einem Hotel westlich von der Stadt, denn es lag direkt am Wasser und war sehr preiswert. Der 14. August sollte der Höhepunkt meiner Reise sein und, was ich noch nicht ahnte, auch das vorläufige Ende. Zuerst segelte ich zu der alten Festungsinsel Suomenlinna,
und machte ein Video mit meinem Segel im Vordergrund und dem alten U-Boot im Hintergrund. Während ich noch manövrierte, um mein Boot in die optimale Stellung zu bringen, erschien die Hafenpolizei und fragte mich, ob ich Probleme hätte. Ich sagte, ich wollte nur ein Foto machen und sie fuhren wieder weg. Mein nächstes Ziel war der Hafen. Ich legte meine Videokamera auf die Ufermauer der Insel Valkosaari und drehte eine Kurve vor der berühmten Kulisse. Zu guter Letzt segelte ich zur Sompa-Sauna, die sich inzwischen von einem absoluten Geheimtipp zu einer Kultsauna entwickelt hatte. Ihre Besonderheit ist, dass es hier im Gegensatz zur finnischen Tradition keine nach Geschlechtern getrennten Saunagänge gibt und dass man völlig freie Wahl hat, ob man nackt oder bekleidet sauniert und sich in der Ostsee abkühlt. Die Weiterfahrt war zuerst etwas mühsam, doch dann konnte ich nach Osten abbiegen. Ich hatte es wieder mit starkem Wind und hohen Wellen zu tun, aber da der Wind von schräg hinten kam, wollte ich ihn möglichst lange ausnutzen. Auch wenn ich das Boot gut unter Kontrolle hatte, so erforderten Wind und Wellen doch volle Konzentration und ich hatte absolut keine Zeit, auf meine Karten zu schauen und mich zu orientieren. Im Windschatten der Insel Eysturoy wollte ich eine Pause einlegen und schauen, ob ich heute Nacht hier zelte oder ob ich noch vor Dunkelheit eine andere Insel erreiche. Da bemerkte ich plötzlich Brecher vor mir. Ich schaute mich nach Ausweichmöglichkeiten um, musste aber feststellen, dass ich bereits von Brechern umzingelt war.